So, willkommen zurück bei dem verbrannten Wald. Are you still grumpy that I called you an Ja, ich bin asshole earlier? sauer. Ja. Yep. You don't really know what you're talking about. So, tell me about her, if you want. Erzähl mir von ihr. Sie ist sehr krank. Sie ist Hochschullehrerin. Nicht darüber sprechen. She's a college professor. She's a PhD in biology, evolution and stuff. Ooh, evolution. That's a risque subject in these parts. Klingt echt Man, she sounds sexy. sexy. She sure was. Where does she teach? Boulder. That's a great school. My cousin went there. Yeah. Anyway, that's her. That's her. Okay. Mehr sagt er nicht. Ja, also wir können uns entscheiden, was man. I'm Was having a hell of darauf? a time getting this fucking flapjack off his ass and out to repair that wire. Na, verdammt. Weil wir können uns immer entscheiden, was wir hier sagen wollen und was nicht. Aha. Oh man. What? Do you like that? This guy is the freaking king of the flapjacks. Flapjack. Yeah, Was ist ein that's solid. Flapjack? I'll have to keep Kennt that es one in my jemand? pocket. It's all yours. Hier ist die Rauchsäule. Flapjack habe ich zum Beispiel noch nie gehört. War doch gerade der Rauch ziemlich nah, oder? Ja, okay. Ist die Rauchsäule da hinten? Oh, cool. Schaut geil aus. Hier. Nicht runterfallen, bitte. Wir seilen uns ab. So. Warum ist man da auf, so wie es ausschaut, oder? Oder da runter? Ah, wir haben jetzt mehr Möglichkeiten. Okay, ich schaue mal auf die Map. Das ist Richtung Westen. Wir sind hier. Im Thunder Canyon geht's hier lang. Da waren wir ja schon im Thunder Canyon. Wir sind jetzt praktisch am anderen Ende. Okay, aber die Rauchsäule ist noch genau hier. Die im Thunder Canyon oder ist die hier beim Widowmaker? Frage. Wie weit ist denn die entfernt? Die ist genau hier. Fast West-Südwest, würde ich sagen. West-Südwest. West-Südwest. Das sind Müsli-Wiegel. Ach so. Flapjack. Müsli-Wiegel heißt es. Das hat aber irgendeine Zweitbedeutung wahrscheinlich. Ich glaube fast, dass das hier ist. Im Widowmaker. Zwischen Widowmaker und Cache 306. Weil das wäre. Das ist ja der Thunder Canyon. Das ist der hier. Das war's hinter dem Berg. Und der Berg ist das. Ja, ist die Höhenverschiebung, wo das Dunkelgrün ist. Das sind Höhenzeichen. Also Höhe, also. Höhe. Das heißt, wir müssen jetzt südlich gehen, damit wir auf den richtigen Pfad kommen. Süden ist hier. In den Übergang melden. Natürliche Wow, Felsenbrücke. I'm on top of a natural bridge out here. Really? Is it a complete arch? No, I guess the bridge is out here. Still, I think I could jump this gap to get across the canyon. Wow, you're a regular Evel Knievel. Oh yeah, you should see the jumpsuit I'm wearing. Ich habe mich schon nach oben gehievt. Bin schon längst dumm ums Eck. Wenn die noch labern. Man auf. Das ist jetzt die südliche Richtung. Boah, cool, ich mag den Sound. Es wird wahrscheinlich gleich irgendwas. Ich glaube, der Sound wechselt da mit der Zeit. Jetzt sind wir in der neuen Dings, neuen Kapitel.
schön. Ist alles so schön grün. Wie lang? Raschelt immer so komisch. Ich denke mir, da ist irgendwas. Aber es gibt ja wirklich Bären. Also irgendwo müssen ja die Bären sein. Oder ein Bär. Also, oh, da ist... Ah, da waren wir schon. Genau. Genau, wir sind jetzt wieder da, wo wir schon mal waren. Aber irgendwo ist die Rauchsäule. Wir sind jetzt... Hier. Wir müssen jetzt nach Westen gehen. Denk mal... bei dem nördlichen Pfad. Westlich. Da muss es sein, da muss die Rauchsäule sein. Meine Vermutung. Flo, schön, dass du da warst, gell? Was machst du noch? Da, da ist sie. Ah, da, ja, da sieht man es. Genau, okay. Man, lauf da mal hinter. PhD at home. Part of me thinks that would be was Lehrerfantasie. But then there's another part of me that can't help but indulge the whole hot for teacher thing. Mal wieder am See. You know, heavy petting in the book stacks. Furtive glances during lecture. Okay, okay, cool it down. Oof, not sure we can stop this train now. You are ridiculous. Come on, I'm just teasing. I know that academia is a pain in the ass. Da professors go wherever they can get tenure. Da hinten ist die Rauchsäule. Okay. Moment, die ist viel weiter westlich. Ist da... Ach da, Campfire Smoke, da steht's ja. Das heißt, wir müssen jetzt nach Westen und dann nach Süden runter. Ah, okay. Das... Oder wir gehen am See entlang, aber ich glaube, das geht nicht. Wir müssen uns hier an den Lichtungen halten. Also mehr Richtung Westen. Auch ein Seil. Das ist da, wo es... Ja, Widmenmacher, genau. Das ist da, wo wir runtergestürzt sind. Hoffentlich haben wir jetzt ein besseres Seil. Ja, es ist wirklich ganz schön steil. Das stimmt schon. Macht Witze über den Abhang. Abhang ist voll gefährlich. So. Jetzt mal da lang. Ich hab schon, gell? Ja, Süden. Genau. Da geht's lang. Okay. Wieder ein Seil. Wir haben jetzt einen Haufen Seile. Der Rucksack vom. Wie heißt der? Brian? Nee. Doch, Brian Goodwin heißt der doch. Brian Goodwin. Der Rucksack von Brian Goodwin hat wirklich einen Haufen Seile gehabt. Puh. Kidding aside, what happened with the professor? If you guys had so much fun, when did it stop? Ich wurde krank. Spielt das eine Rolle? Sie hat mich wegen ihrer Arbeit verlassen. Sagen wir es ihr oder nicht? Wahrscheinlich fragt sie dann die ganze Zeit nach. Was egal. When she got sick, that's when it stopped. Oh, my God, I mean, fuck. What happened? Zwei Wege, hier und we can hier. Talk about it later. Okay. Okay, Henry. What's her name? Julia. That's a nice name. Ja, wirklich. Eigentlich egal, wo wir lang gehen. Wir gehen hier lang. Weil da nämlich... Hier. Wir gehen hier lang, weil da nämlich der Dings ist, der Cache. Da ist der Cache. Also, gehen wir noch gleich mal hin. So. Ey, wer kennt den Code? Wer kennt den Code? Wir hacken einfach die Kiste. Drei und vier. Missing Person. Moment. Karte. Abgezeichnet. Bin da drauf. Jonesy Lake. Okay, das kennen wir ja alles. Waterfall. Okay, Waterfall ist jetzt nicht so wichtig. Aber hier, vermisste Meldung.
Wie viele Wanderer sind hier schon verschwunden? How many hikers go missing in the Shoshone? More than none, unfortunately, with most of them being in this area. The thoroughfare because it's so remote. Why? I found an old flyer for a missing hiker. It just got me thinking, that's all. Like how you said one day you were talking to the Goodwins and then the next you weren't. Ned Goodwin didn't get mauled by a bear or stuck in a ravine. He was just a PTSD'd a-hole who dragged his son out to do a job and realized it was a bad idea. Okay. Du mochtest ihn nicht wirklich, oder? Psychisch krank? PTSD? That doesn't sound good. Yeah, I don't know. He was in the army. He was off. It's actually the saddest story. He was only discharged because his mother, Brian's grandmother, died. She'd been taking care of him, and Ned was the only next of kin. Damn. And you got to know Brian a little bit? Yeah. I talked to him way more than I'd talked to Ned, that's for sure. How was he at, spotting fires? Better than you. He actually liked to stay in the tower. Okay. Vermisst. Name Mitch Michaels. 31 Jahre. Markanter Bart ist ein Erkennungsmerkmal. Mitch Michaels wurde zuletzt am 3. Juli 81, das ist schon ganz schön lang her, 8 Jahre, in der Nähe des Jonesy Lake gesehen. Die erste Vermisstenanzeige wurde am 29. Juli, bla bla bla, erstattet. Kennt sich im Gebiet nicht aus. Letzter bekannter Aufenthaltsort, Jonesy Lake. War wahrscheinlich ein Bär, hä? Das ist das Fahrzeug von ihm. Haben Sie die vermisste Person gesehen oder mit ihr gesprochen oder können weitere Angaben machen? Kontakt, Leitstelle. Wir nehmen das mal mit. Was ist denn hier? Irgendein General aus der konföderierten Zeit oder sowas. Okay, was haben wir hier unten? Wow, Kiefernzapfen. Danke für nichts. Gut, wo müssen wir lang? Wir sind richtig. Ist weg und üppiger Wald melden. Boy, for as dry as it is this summer, there's an area down here that's lush. Oh, you must be talking about the Aspen Grove down there. Espenhain. Yeah, I think that's where I am. Those trees are actually one root organism. Did you know that? Deine einzigen Wurzel. Der ganze Wald ist eine einzige Wurzel. Das ist geil. Wusste ich nicht. Can you believe you're actually getting paid to learn all of these amazing things? Also, by what it looks like on this map, you'll be coming up on a stream that should lead you towards where we saw that smoke. Da kann ich nicht lang. Aber ich bin zumindest mal auf der anderen Seite. Okay. Oh, geil. Nice. Viel ist wirklich sehr, sehr schön. So ein Touch von Life is Strange. Und auch so ein bisschen die ähnliche Grafik, finde ich. Nur so ähnlich. What does she have? She's got Alzheimer's. Leider. Like, dementia. Whoa. How old was she? Is she? She's alive. She's with her family in Melbourne, Australia. She's 43. Fuck. Yeah. What was it like when you guys found out? Angst. Wir mussten nicht, was los ist. Verheerend. Ja. Devastating. Especially for her. Ja, logisch irgendwie. You understand? And for you. Anyway, everything she worked for was taken away, and that was it. Yeah. I'm sorry to be such a downer. Don't even. I'm happy to listen. And, you know, we'll try to have some fun this summer. I promise. Fun. Aussicht melden. Hey, what's to the south of here? Mexico? Is this some sort of riddle? Geil. I just have a nice view to the south. Trees and mountains forever. Well, eventually you'll wander into the area overseen by Chimney Rock Lookout, but that's probably an impossible hike in terms of terrain. Nice. Okay, kann ich
hier runter. Muss ich. Will mich hier gar nicht abseilen, könnte es sein. Achso, hier ist das Ende. Da muss ich jetzt Richtung Norden. Hier muss ich lang. Aber die Aussicht ist geil, das hat sich gelohnt. Der Umweg hat sich echt gelohnt. Und ich zumindest. Und hier ist der Wasserfall. Der Fetzen. Wasserfall mit. It's a really nice waterfall down here. Given those girls love a skinny dipping, I bet they're nearby. Ja, genau, sie sind bestimmt in der Nähe. Fetzen. There's some cloth out here. It looks like it was torn from something. Strange. I'll keep looking around. In den Stofffetzen, okay. Kann man da irgendwie lang gehen? Na, da geht nichts. Nein, ist einfach nur der Wasserfall. Zwar jetzt oben keine Rauchsäule mehr, aber ups, jetzt lag grad. Moment. Das ist auf jeden Fall das Lagerfeuer. Gleich war das. Graphic Engine braucht ab und zu ein bisschen von dem Spiel. Aber das ist, dann ist das Lagerfeuer. Dann waren das wieder die Mädels. Die haben das Feuerwerk vorher gezündet, haben mich beschimpft, ja, beschimpft haben sie mich auch noch, und das Lagerfeuer haben sie auch angezündet. So, das dann bestimmt gleich. Die Musik ist geil, oder? Ist schon geil. Hört man schon. Ah, jetzt. Lagerfeuer der Teenager. Noch irgendwas? Keine Teenager zum Sehen, oder? Es ist eine Zeit. Hier ist ein Schlafsack. Irgendwelche Zeitschriften. I see a campsite and it looks like they've got a fire. Is it them? It seems like it. I swear, they must have dragged 4 cases of beer out here. Track them down and don't let them see you. What a job this is. Ausdehnen. Oh, jetzt ist leer. Jetzt ist leer. Jetzt aus. Wir melden. Bierpalette. Melden. These girls have a full case of beer left here. Anzeige ist raus. Well, they're impressive little shits, I guess. That is some dedication. Das zeugt schon von Hingabe, ja, genau. Teen Zone. Teen Zone melden. I have entered the Teen Zone. Oh, really? And where's that? It's the name of a magazine for girls. It's on the ground here at their camp. Ja, vielleicht kann man irgendwie was mit der Zeitschrift machen oder so. Okay, lädt gerade. Wieso lädt das jetzt? Ah, okay. Hosen sind offenbar zurück. Ja, Hosen. Pants are back. I'm sorry, pants are back? Well, according to the experts at Teen Zone magazine, it's unclear where they've been. Gefährliche Traumtypen. The pants, I mean. Gefährliche Traumtypen melden. Well, I found some dangerous hunks. What on earth are you... It's another one of those magazines. Wenn wir die Bierpalette mitnehmen, die kann die brauchen in meinem Wachturm. Eventuell, es ist nur Beweissicherung natürlich. I don't get why the hunks have to be so dangerous. Well, you're clearly not a young woman. Girls should wear nice hunks. Ugh, boring. Boring. Mädchen mögen keine netten Kerle. Zählt der Teenager. Das ist dann der Stofffetzen, oder? Das ist der Stofffetzen.
Das ist eine Kleidung. Okay. Some of their clothes are all torn up. That's not good. Nee, nicht so gut. Moment. Maybe I should take one of their sleeping bags as payback. At this stage, take whatever you want. The teenager? The tent looks like it's been through the shredder, which would explain that scrap I found. War der Stoffwetzen, what genau. Could have done that? Like a bear or I don't know. It sounds crazy, but even a bull elk if it's off its rocker. Whatever did it, did not hold back. You've got that camera, right? It might be a good idea to get a few snaps, just in case. Yeah, good thinking. Oh ja, stimmt, wir können ja noch ein paar Bilder machen. Das habe ich eh noch nicht gemacht. Wir hatten noch voll die geile Aussicht. Hätte schon mal ein Bild machen können, ich Idiot. Geht die Kamera auf C, glaube ich, geht die. Auf C, ja. Genau. Jetzt lädt er gerade wieder ein bisschen. Nachricht ist auch noch da, aber jetzt machen wir erst mal ein Bild. Mal ranzoomen? Nö. Wir machen mal ein Bild. Okay. Eisbilder. Hätte noch ein Bild machen sollen vom Lagerfeuer. Machen ein Bild vom Lagerfeuer. Diese Vandalen! Diese Vandalen! Gut. Okay. Leg die Kamera mal weg. Wir haben jetzt hier noch eine Nachricht. Dear Psycho steht da schon dort. Dear Psycho, also verehrter Psychopath. wir lesen das auf jeden Fall im nächsten Stream. Bis demnächst. Servus, ciao.